Wir durften in dieser Galerie bereits im letzten Jahr eine Ausstellung durchführen unter dem Motto Grenzwertiges. Die heutige Ausstellung ist, Sie wissen alle, dass wir dazu neigen, diese Themen sehr polarisierend zu sehen. Da ist der Süchtige, da ist der psychisch kranke Mensch. Uns geht es darum, den Schwerpunkt zu setzen auf das, was verbindet uns alle als Menschen. Sie werden hier niemanden finden, der sich mit seinem vollen Namen vorstellt über sein Kunstwerk. Wir vertreten uns mit unseren Vornamen. Und ich habe mir gedacht, wir haben das Thema Sehnsucht gewählt, das die Norbertin schon angesprochen hat, weil es uns ein persönliches Thema ist, das vielfältig zusammengesetzt sein kann. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man diese Entstehungsgeschichte, die Entwicklung von Sehnsüchten, meinen großen politischen, gesellschaftlichen Rahmen analysieren und erklären. In der heutigen Zeit, wo hauptsächlich durch Statusdenken und durch Streben nach mehr unser persönliches Selbstwertgefühl gelenkt und bestimmt wird, ist es nicht mehr üblich zu sagen, okay, ich bin es selbst, ich kann mir sagen selber, sondern uns ist an sich und die Definition einer Leistung sehr wichtig, als auch die Außenwelt denkt. Und wenn man sie von der Außenwelt sehr stark abhängig macht, dann entstehen auch die Zugzwänge. Und das kann dazu führen, dass man an sich dieses Leistungsdenken, dieses Geltungsdenken, diesen Mechanismus immer wiederholt und dass man eine stark sozialisierte Kunstwelt, die nur sich selbst verpflichtet und der darf keine Rechenschaft ablegen. Der Betrachter kann sich seine eigene freie, unabhängige Meinung bilden und sich überlegen, wie das Angebot der Bilder auf ihn wirkt und welche Standpunkte er bezieht, um sie wahrzunehmen. Also dass man diese Unabhängigkeit aufrechterhält, aber gleichzeitig diese Wahrnehmung. Wieder diese Unterscheidung, ich kann bei mir bleiben, ich kann den anderen lassen, wie er ist, weil dadurch hat man an sich die Unterscheidung, aber auch die Toleranz und das Verständnis, in einem unkomplizierten und einfachen Dialog zu gehen. Und so könnte man sagen, dass wahrscheinlich Kunst eine der einfachsten Formen ist, Demokratie zu spielen, indem man sich mit Respekt, Wertschätzung und Achtung begegnet. Und zu diesem Dialog möchte ich Sie heute Abend einladen, dass Sie sich diese Freiheit gönnen und dass Sie sich halt ein positives Stück einfach ein Stück weit gehen lassen. Dazu möchte ich Sie einladen. Sehnsucht ist ein Wort, das es in dieser Bedeutung nur in der deutschen Sprache gibt. Überrascht habe ich festgestellt, dass im Englischen, Französischen oder Italienischen das Lexikon keine entsprechenden Wörter dafür findet. Englisch liest man dann longing for, yearning for, ardent desire for. Französisch liest man aspiration, désir ardent, italienisch desiderio, in Klammern studente, manchmal nostalgie. Desiderio leiten sich vom lateinischen desiderium ab, das man mit Verlangen oder Wunsch nach etwas übersetzt. Nun liegen Verlangen und Wunsch in ihrer Bedeutung nahe bei der Sehnsucht, aber bei der Sehnsucht schwingt noch anderes mit. Ein kurzer Exkurs zur Nostalgie. Nostalgie ist ein Kunstwort, das dem Schweizer Arzt Rufer um das Jahr 1699 einfiel und das er zusammengesetzt hat aus zwei altgriechischen Wörtern Nostos und Algos, Einkehr und Schmerz, um das deutsche Wort Heimweh zu internationalisieren. Es hat sich dann selbstständig gemacht, die Nostalgie. Sie hat immer international Karriere gemacht und wird heute in der erweiterten Bedeutung etwa einer Sehnsucht nach Vergangenheit gebraucht, also, wenn man so will, eine Unterform des
Sehnsucht. Zurück zum Wort Sehnsucht. Wo kommt es her? Zum einen haben wir das Wort Sehnen, sich sehnen nach. Heute wird damit ausgedrückt, dass man jemand oder etwas bei sich haben will. Im Althochdeutschen meint es Sehnen noch kraftlos, unlustig sein. Das Grimmsche Wörterbuch bringt einen weiteren, für uns heute recht nationalistisch klingenden Aspekt. Ein dem Deutschen vor den übrigen germanischen Sprachen eigentümliches Wort, charakteristisch für das deutsche Gemütsleben durch einen gewissen, dem Wort eigenen Stimmungsinhalt. Lässt man das deutsche Gemütsleben beiseite, dann bringt diese Beschreibung recht genau den Unterschied etwa zu Verlangen oder zu Wunsch. Es ist ein ausgedrückterer Gefühlszustand, der mit damit verbunden ist. Die andere Komponente von Sehnsucht, nämlich Sucht, hat seine sprachliche Wurzel nicht im Suchen, sondern im Siechen. Das Wort Siechen hat sich im Englischen als Sick erhalten aus seiner germanischen Wurzel. Siechen meint, mit einer langwierigen, schleichenden Krankheit oder Schwachheit behaftet sein. Das davon abgeleitete Sucht erscheint in allen germanischen Sprachen und bedeutet ursprünglich körperliche Krankheit. In dieser Bedeutung schwindet es seit dem Mittelalter und blieb heute nur etwa in den Worten Gelbsucht oder den Suchtkrankheiten erhalten. Letzteres ist natürlich dann doppelt gemoppelt, denn Sucht ist ja schon Krankheit und dann Suchtkrankheit wäre also Krankheit. Sehnsucht ist also zunächst die Krankheit des sich nach etwas oder jemandem Sehnens oder besser, das Sehnen ist so stark, dass es krank macht. So ist die Sehnsucht im Mittelalter die Krankheit des schmerzlichen Verlangens und bald die Liebeskrankheit an sich und wird in dieser Zeit unter diesem Wort und mit diesem Thema zu Tode geritten. In einer Zeit, in der Gebildete sich noch lateinisch ausdrückten, definierte Stieler Sehnsucht als Desiderium vobis quasi morbo laborat, also ein Verlangen, an dem einer wie an einer Krankheit leidet. Das zur Goethezeit gebräuchliche Lexikon der Adelung bringt einen weiteren Aspekt. Ein hoher Grad eines heftigen und oft schmerzlichen Verlangens nach etwas, besonders wenn man keine Hoffnung hat, das Verlangte zu erlangen oder wenn die Erlangung ungewiss noch entfernt ist. Halten wir die drei Aspekte fest. Erstens, ich will etwas, ich begehre etwas. Zweitens, in absehbarer Zeit kann ich es nicht erlangen. Drittens, ich leide darunter, es schmerzt mich. In der frühen Neuzeit und vor allem in der Romantik macht der Begriff dann in der Philosophie Karriere. Grundlegend dafür ist zunächst die jüdisch-christliche Vorstellung von der Unvollkommenheit der menschlichen Natur, der Conditio Humana, zu der aber auch der Wunsch gehört, also die Sehnsucht nach Vollkommenheit. Der Schuster und protestantische Mystiker Jakob Böhme schreibt im 1600, wenn sich der Mensch in seinem irdischen Leben nach Gottes Herrlichkeit sehnt, ist dies eine Erinnerung an seine Ursprünge. Sehnsucht gewinnt hier erstmals theoretisch spekulative Relevanz. Sie sind im Unterschied zu unseren Tagen, wo sich die Sehnsüchte auf irgendeinen Konsumartikel richten. In seiner Zeit hatten sie doch noch höhere Ziele, wenn man das so auch mal bemerken darf. Sehr nüchtern meint Kant, zur Sehnsucht der leere Wunsch, die Zeit zwischen dem Begehren und dem Erwerben des Begehrten verwirklichen zu können, ist Sehnsucht. Das ist zu kurz. Im deutschen Idealismus und dann besonders in der Romantik wird die Sehnsucht dann massiv aufgewertet. Sinngemäß meint Schiller, dass dem Menschen mit der Freiheit der glückliche, vollkommene Naturzusammenhang verloren ging und, ich zitiere wörtlich, daraus entspringt eine doppelte und sehr ungleiche Sehnsucht nach der Natur, eine Sehnsucht nach ihrer Glückseligkeit, eine Sehnsucht nach ihrer Vollkommenheit. Es wird nach dem Vorbild Rousseau die Kultur als ein defizienter Zustand aufgefasst und die verlorene Natur als Gegenstand der Sehnsucht verinnerlicht. Das kennen wir auch heute noch.
Natur wird zum Sehnsuchtsraum und, damit hat, und daran hat sich nicht viel geändert. In der Philosophie des deutschen Idealismus spielt die Sehnsucht dann eine Rolle in der Religionsphilosophie. Sie ist etwa für Schleiermacher 1799 der Ursprung aller Religion, denn sie provoziere die Frage nach dem Sinn für die Welt. Von da an ist es nicht mehr weit zu der Vorstellung, dass Sehnsucht eine schöpferische Kraft sei, eine Auffassung, die Fichte oder Schelling vertreten. So schreibt Fichte 1806, Sehnsucht sei der Trieb nach dem Unvergänglichen, mit dem Unvergänglichen vereinigt zu werden und zu verschmelzen. Sehnsucht wird somit zum Motor künstlerischen, aber auch wissenschaftlichen Schaffens. In der deutschen Romantik schließlich entsteht ein zugleich psychologisches, dichterisches und metaphysisches Konzept. Man greift dabei ausdrücklich wieder auf Jakob Böhme zurück. Aus der Sehnsucht geht für Schlegel fast alles geistig Schöne und Große hervor. Selbst die Philosophie könne man die Lehre von der Sehnsucht oder die Wissenschaft der Sehnsucht nennen. Für die Romantik gehört die Sehnsucht nach dem Unendlichen zu den Anfangsgründen von Kunst und Poesie und werden auch Dichtung und vor allem Musik von ihr bestimmt. Die Sprache hat mit dem Wort Sehnsucht einen Begriff, der folgendes ausdrückt. Erstens, ich bin, begehre etwas. Zweitens, ich kann es jetzt nicht erreichen. Drittens, das schmerzt. Und viertens, es treibt mich zu künstlerischer oder wissenschaftlicher Tätigkeit. Das begehrte Ziel der Sehnsucht ist für jeden etwas anderes. Für den Minneritter war es die Geliebte, für Jakob Böhme die mystische Begegnung mit Gott, für andere die Rückkehr zur Natur, für andere ist sie die schöpferische Kraft zu künstlerischer Tätigkeit. Und ein Ergebnis davon können Sie jetzt hier bewundern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.